Ja, wir werden auf die Maßnahmen, die wir aus dem letzten Herbst und Winter kennen, nicht verzichten. Das Maskentragen sollte relativ früh anfangen, weil wir ja jetzt mit hohen Zahlen aus dem Sommer kommen und da wird auch nichts anderes vor schützen. Und natürlich gelten die AHA-Regeln, die AHL-Regeln, das heißt die Hygiene, den Abstand halten, die Maske tragen, die Hände bei sich behalten und eben auch desinfizieren. Das kennen wir alles aus dem letzten Winter und wir hoffen natürlich, dass wir parallel dazu eine neue Impfung bekommen. Nun ist es so, dass wir jetzt momentan in der Sommerzeit sind. Da sind virale Erkrankungen wie Covid breiten sich weniger stark aus, aber dennoch haben wir eine Sommerwelle, was wir auch von anderen Erkrankungen wie Grippe kennen. Es gibt ja auch so Grippe-Sommerwellen. Und das führt aber dazu, dass wir eine Kombination haben aus doch immer noch 100 Mitarbeiter pro Tag bei uns, die erkrankt sind oder in Quarantäne oder isoliert eben. Und wir haben Menschen, die auch, sagen wir mal, jetzt die meisten kommen aus dem Urlaub zurück, aber manche gehen auch noch in Urlaub. Also Urlaubszeit ist trotzdem noch gewesen und war. Wir haben zudem natürlich auch die Einschränkung, dass Menschen auch aus ganz anderen Gründen erkrankt sein können. Also die Situation ist weiterhin angespannt und damit hat es Einfluss auf die Kapazität, die den Krankenhäusern zur Verfügung steht. Es wird so sein, dass die Gesellschaft wird keinen Lockdown mehr sehen und auch nicht wollen. Das bedeutet, wir machen weniger Prävention, zu Recht, aber das hat eben Konsequenzen. Und die Konsequenz heißt, wir werden Menschen sehen, die entweder wirklich Covid haben, aber wir werden vor allem Menschen sehen, die eben ins Krankenhaus kommen und mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Und die Krankenhäuser müssen in beiden Fällen viel Aufwand betreiben. Und das bedeutet, dass die Patienten, die zur Notaufnahme kommen, Patienten, die für ihre Operation kommen, die sie machen müssen, ohne dass es ein Notfall ist, und Patienten, die jetzt kommen mit SARS-CoV-2 und Covid, miteinander um die gleichen Kapazitäten fragen. Und damit kommt es zu einem Kapazitätsengpass in den Monaten von November bis April. Und nachdem das nicht unbekannt ist, kennen wir ja von der Grippe, jetzt kommt zusätzlich zur Grippe auch noch Covid mit dazu. Das bedeutet vor allem für das Gesundheitssystem, dass da ein gewisser Druck kommt und für die Krankenhäuser, dass es eben zu Kapazitätsausfällen kommt, weil gleichzeitig ja die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen auch Bürger sind, die sich auch infizieren können. Und wenn die krank sind, müssen sie zu Hause bleiben. Wenn sie infiziert sind, müssen sie zu Hause bleiben. Und wenn sie in Quarantäne müssen, müssen sie auch zu Hause bleiben. Und das bedeutet, dass die Kapazität sowohl auf der einen Seite durch Zustrom von Patienten als auch auf der anderen Seite durch Wegfall von Mitarbeitern zusätzlich in den Wintermonaten in den Krankenhäusern zu massivem Druck führen wird. BioNTech und Moderna haben beide ja angekündigt, zum Herbst hin einen neuen Impfstoff so weit zu haben, dass man ihn klinisch anwenden kann. Das ist natürlich ein Versprechen und ich hoffe natürlich, dass dieses Versprechen eingehalten wird. Wenn das so ist, das hatten wir ja schon im letzten Corona-Update mit Professor Friedrich erläutert, wäre es gut, dass wir sozusagen in diesen Rhythmus hineinkommen, die Impfung im Frühherbst, im Spätherbst oder im beginnenden Winter, um dann sozusagen über den Winter zu kommen bis ins neue Jahr. Eigentlich das, was wir von der Influenza auch kennen. Es gibt viele Entwicklungen, aber man muss sagen, noch keine echte durchschlagen. Die meisten Medikamente, die wir haben, müssen sehr früh genommen werden. Dann ist immer die Frage, jedes Medikament hat natürlich auch eine leichte Nebenwirkung. Mache ich das nicht? Auch für die Patienten ist das schwer zu verstehen. Und es ist auch die Frage, wie bekommt der Hausarzt dieses Medikament, weil er ist derjenige, der es wahrscheinlich anordnen müsste. Und da gibt es Nachbesserungsbedarf. Wir als Kammer klären da auf. Aber bis auf die Medikamente, die wir bis jetzt kennen, in dieser frühen Phase, gibt es für die schwer erkrankte Phase nichts Neues. Also es ist falsch zu sagen, es passiert gar nichts und es ist genauso falsch zu sagen, es wird die große Katastrophe, weil keiner weiß es, weil es ist zum ersten Mal, dass sich diese Nagerpocken, das ist ja der richtige Name eigentlich dafür und gar nicht Affenpocken, diese Nagerpocken sich ausbreiten und zwar außerhalb von Zentralafrika.
auf diese Art und Weise. Und wir sind in der Monatsphase, in der Jahresphase, wo sich die Pocken schlechter ausbreiten können. Denn auch die Pocken können sich eben, und die Affenpocken, so wie auch andere Pocken, können sich in den Wintermonaten leichter ausbreiten, weil sie eben neben Schleimhaut-Schleimhautkontakt auch, ich würde mal sagen, so einen Teleschleimhautkontakt, also mit kleinem Abstand, Tröpfchenkontakt letztendlich, übertragen werden können. Da, wo Menschen in engen Raum, geschlossenen Räumen, husten, pusten und da wird übertragen, mit Tröpfchen, wer ganz nah dran ist, der kann sich eben anstecken. Und vor allem bei Menschen, die nicht geimpft sind und alle, die nach 1976 geboren sind, sind ja nicht geimpft und damit können die hohe Viruszahlen haben und leicht übertragen. Wir wissen es nicht. Wir bereiten uns darauf vor, dass wir eben Patienten sehen werden. Wir müssen damit umgehen mit jeder anderen epidemischen Infektionskrankheit. Wir haben die Möglichkeit zu impfen. Den Impfstoff müssen wir gar nicht erst entwickeln. Wir haben ihn schon. Wir müssen ihn nur zur Verfügung gestellt bekommen. Es müssen auch nicht alle geimpft werden. Es müssen die Richtigen geimpft werden. Und das ist eine Frage, richtig mit einer Infektionskrankheit umzugehen. Und da mache ich überhaupt keine Sorgen, weil es ist ja nicht die erste Infektionskrankheit. Aber das Gefährlichste bei Infektionskrankheiten ist, wegzuschauen und so zu tun, als ob sie nicht existieren, das funktioniert nicht. Vor allem nicht bei diesen Infektionskrankheiten, die eben auch noch sichtbar sind. Und Menschen, die immunsupprimiert sind, Menschen, die vor allem in Krankenhäusern sehen, Menschen, die transplantiert werden müssen, Menschen mit Tumoren, die haben ja noch ein zusätzliches Risiko. Und wir sagen ja, die sogenannten Yazis, komischer Begriff, aber das ist die Abkürzung für ganz jung, ganz alt, ganz schwanger und ganz immunsupprimiert. Also diese Patientengruppen oder Menschen sind ja besonders gefährdet durch alle Infektionskrankheiten und da muss man sich Gedanken machen, was machen wir, was sind die Risiken und wie kann man die Risiken minimieren.